Mandy, du hattest keinen Geschlechtsverkehr mit deinem Stiefvater. Das hat der DNA-Abgleich eindeutig ergeben. Also? Deine Freundin hat uns bereits gesagt, dass du nicht bei ihr übernachtet hast. Und angeblich hast du einen Freund. Weißt du eigentlich, was du deiner Familie damit antust? Das ist nicht meine Familie. Der Typ ist nicht mein Vater. Den magst du nicht besonders, oder? Ich hasse ihn. Mit meiner Mutter und mir, das hat so gut geklappt. Und dann kommt der an und tut so, als wäre mein richtiger Vater. Und dann verpasst er meiner Mutter auch noch ein blaues Auge. Hast du den anonymen Brief geschrieben? Das war ich nicht. Ja, dann sollten wir da mal einen Graphologen dran setzen und seine Schrift abgleichen. Dann machen Sie das doch. Mit dem Brief habe ich nichts zu tun. Wer hat ihn denn dann geschrieben, wenn nicht du? Ich weiß es nicht. Da hast du dir die Geschichte ja schön ausgedacht, nachdem wir bei euch aufgetaucht sind. Du hättest dir doch denken können, dass das nicht funktioniert. Ich habe es zusammen mit meinem Freund geplant. Das hat alles so gut gepasst mit dem Brief. Ich hätte irgendwie nicht gedacht, dass ich untersucht werde. Was passiert denn jetzt mit mir? Ja, erstmal solltest du deiner Mutter und ihrem Mann alles erzählen und dich entschuldigen. Also, Mandy, ich verstehe das nicht. Wie kann denn das sein, dass du mich so hasst? Du hättest doch wenigstens mit mir reden können. Ich weiß, dass ich es nicht wieder gut machen kann. Aber zeigst du mich jetzt bei der Polizei an? Damit wäre doch auch niemandem geholfen. Aber ich weiß auch nicht. Simone. Du weißt, dass ich für vieles Verständnis habe. Aber du bist diesmal wirklich einige Schritte zu weit gegangen. Deine Mutter hat recht. Tja, aber wir wissen immer noch nicht, wer diesen Brief geschrieben hat. Ach, wissen Sie, das ist mir im Moment wirklich völlig egal. Ich habe im Moment genug anderes zu verdauen. Was machst du heute noch? Ich muss noch einen Kessel Buntes waschen. Und danach wollte ich ins Training. Habe ich ja schon ewig nicht mehr gehört, ein Kessel Buntes. Sag mal doch so. Ritz? Frau Ritz, Peter Kirschmann hier. Man hat versucht, uns umzubringen. Jemand hat versucht, meine Frau und mich zu töten. Sie ist verletzt. Wir sind jetzt im Krankenhaus. Herr Kirschmann, ganz ruhig. Was ist genau passiert? Wer wollte Sie töten? Ich weiß nicht. Wir fuhren gerade zum Einkaufen und da waren zwei Leute auf der Brücke. Und als wir drunter herfuhren, da fiel der Stein auf die Windschutzscheibe und ich habe das Lenkrad verrissen. Erst der Brief und jetzt das. Irgendjemand hat es auf Sie abgesehen. Fällt Ihnen jemand ein? Wer könnte ein Motiv haben? Motiv? Ja, vielleicht meine Kollegin in der Krankenkasse. Okay, bleiben Sie bei Ihrer Frau. Wir kümmern uns darum und melden uns dann wieder. Tschüss. Danke, Frau Bader. Vielen, vielen Dank. Das werden wir nie vergessen. Hallo. Sie retten unseren Vater. Jetzt kann er diese Wärmetherapie machen. Und es ist echt toll, dass Sie jetzt unseren Fall haben. So, Frau Bader, jetzt reicht's. Sie Miststück! Sie haben meine Frau fast umgebracht! Jetzt beruhigen Sie sich mal. Sie hat doch den Stein auf unser Auto geworfen. Geht das Ganze vielleicht auch ein bisschen leiser? Wir werden das in Ruhe klären. Kommen Sie mal mit. Wir gehen nach nebenan. Was war das denn jetzt gerade? Ist dir total durchgedreht? Setzen Sie sich erstmal. Der Unfall, den der Chef hatte, beruht auf Fremdeinwirkung. Jemand hat einen Stein auf sein Auto geworfen und er denkt, dass Sie das waren. Wie kommt er denn darauf? Naja, Sie streiten ständig. Er wurde Ihr Vorgesetzter. Und Sie denken jetzt auch, ich habe da irgendwas mit zu tun? Ich muss einfach jede Spur verfolgen, das ist ganz normal. Wo waren Sie denn gestern Abend, so gegen 19.30 Uhr? Wir waren essen, mein Mann und ich. Beim Griechen, Akropolis heißt er, in der Heimstraße. Ja, fragen Sie meinen Mann. Es sollen übrigens zwei Personen auf der Brücke gewesen sein, von der der Stein geworfen wurde. Ja, ich habe nichts damit zu tun und mein Mann erst recht nicht. Der kennt den Kirschmann doch noch nicht mal. Also das lasse ich mir nicht unterstellen. Hey Gerrit. Hey. Hast du das Alibi von der Angestellten in der Krankenkasse und ihrem Mann überprüft? Mhm. Die sind raus aus der Nummer. Sie waren wirklich essen zur Tatzeit. Ja. Naja, ich habe mit der Stieftochter und ihrem Freund gesprochen. Die beiden haben auch ein wasserdichtes Alibi. Waren mit Freunden in der Kneipe. Aber ich habe mir auch schlecht vorstellen können, dass die einen Stein auf den Wagen werfen, in dem die Mutter sitzt.
Also es muss noch jemanden geben, der Herrn Kirschmann von der Arbeit abhalten oder ihn sogar töten will. Wir haben noch einen Streit mitbekommen. Zwischen ihm und einer Familie. Es ging wohl darum, dass er die Kostenübernahme für die Behandlung des Vaters nicht bewilligen wollte. Es sind bestimmt ganz schön viele Kunden sauer auf den Mann. Das bedeutet viel Arbeit. Ja, aber da wir keine anderen Verdächtigen im Moment haben, müssen wir wohl alle Kunden überprüfen. Nutzt ja nichts. Naseband Kaif. Corinna Bader hier von der Krankenkasse. Oh mein Gott, bitte kommen Sie schnell. Mein Chef ist entführt worden. Wir fahren hin. Alles klar. Ich habe alles gesehen, vom Büro aus. Da waren zwei Maskierte und die haben meinen Chef niedergeschlagen. Und dann haben sie in einen dunklen Wagen gezerrt und haben ihn abtransportiert. Wissen Sie, was für ein Wagen es war? Ich kenne mich doch mit sowas nicht aus. Ich habe mir das Kennzeichen gemerkt. Sehr gut. Dann machen wir jetzt gleich eine Halterabfrage. Moment. Ja, Ritz vom K11, einen Halter bitte. Ja, Moment. Wie ist das Kennzeichen? H2978. Mitgehört? Okay, mit dem Kennzeichen haben Sie uns schon sehr weitergeholfen. War denn sonst irgendetwas Auffälliges? Es ging alles so schnell. Ich habe mir nur das Kennzeichen gemerkt. Alles klar, danke. Tschüss. Also, der Wagen ist zugelassen auf einen David Held. Wohnhaft. Moment mal. Held? Das sind Kunden von uns. Die waren heute da. Meinen Sie den krebskranken Mann? Ja, und David Held ist sein Sohn. Jetzt hör doch auf mit den Lügen. Wir wissen ganz genau, dass der Mann im Wagen deines Bruders entführt wurde. Wisst ihr eigentlich, wie viele Jahre es gibt für Entführung? Lisa, was habt ihr gemacht? Ach, Papa, es ist doch nur, wenn du jetzt auch noch stirbst, dann sind wir ganz alleine. Lisa, wo habt ihr denn mal versteckt? Erst in der Scheune. Mit meinem Bruder. Kommen Sie. Was soll das? Was machen die Bullen hier? David, es tut mir leid. Ich hatte keine Chance. Sie wissen doch schon alles. Was habt ihr euch nur dabei gedacht? Kommen Sie. Alles okay? Ja. Kommen Sie. Geht's? Oh Gott, Herr Kirschmann. Wir wollten Ihnen nichts tun. Wir wollten Sie nur so lange festhalten, bis Ihre Kollegin den Antrag für Papas Therapie durch hat. Ihr habt das alles nur gemacht, weil ihr meine Kollegin als Sachbearbeiterin haben wolltet? Sie hat uns gesagt, sie würde Papa die Kostenübernahme unterschreiben. Mann, wir hatten doch keinen anderen Ausweg. Deshalb habt ihr auch den Brief geschrieben. Und den Unfall provoziert. Bitte, lassen Sie meine Schwester da raus. Ich war's. Sie hat mir geholfen, aber ich hab sie überredet. Bitte. Wir wollten doch niemandem wehtun. Na ja, mal sehen, was der Richter sagt. Jetzt müsst ihr erst mal mitkommen. Kann ich noch kurz mit meinem Vater reden? Sicher. Komm. Sie kommen auch mit. Komm. Wieso macht ihr denn sowas, Elisa? Ach, Papa, wir haben es doch nur gut gemeint. Aber jetzt ist alles nur noch schlimmer. Ach, mein Schatz, das wird schon wieder. Wie denn? Mir war ja nicht bewusst. Herr Held, ich werde mir Ihre Akten noch mal genau ansehen und auch mit der Zentrale reden. Ich kann Ihnen nichts versprechen, aber vielleicht lässt sich noch etwas machen. Wird die Krankenkasse die Kosten übernehmen und somit das Leben des Mannes retten? Gleich bei K11. David und Elisa Held wurden wegen versuchten Mordes, gefährlicher Körperverletzung und Freiheitsberaubung zu Jugendstrafen von 8 bzw. 4 Jahren verurteilt. Die Krankenkasse hat die Kosten bewilligt. Der Gesundheitszustand des krebskranken Vaters hat sich wesentlich verbessert.